Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr dürft heute gespannt sein auf eine sehr interessante Mischung aus drei Büchern, von denen ich eins bezeichnen würde als erschütternd unter die Haut gehend, eins als wissenschaftlich fundiert, aber doch sehr unterhaltsam und das dritte fast schon als provokant. Ich fange mit dem ersten an, das ich als erschütternd bezeichne, und zwar ist es ein Klassiker von 1928. Geschrieben von Erich Maria Remarque, und zwar ist es im Westen nichts Neues. Der Autor hat gelebt von 1898 bis 1970 in Osnabrück und beschreibt in diesem Buch das, was ein 19-Jähriger erlebt hat, nachdem er in den Ersten Weltkrieg eingezogen ist. Er ist freiwillig gegangen, voller Illusionen, nachdem er alles nur von der Theorie her kannte. Und jetzt wird er auf die brutale Wirklichkeit, auf die Realität gestoßen und die sieht ganz anders aus. Aus der Sicht dieses Bäumers wird auch erzählt, das ganze Buch aus seiner Perspektive wechselt erst ganz zum Schluss des Buches. Auf den letzten zwei Seiten wechselt die Perspektive erst, aber bis dahin sind das alles die Erlebnisse, die der Paul Bäumer selbst erlebt hat. Er wird erschüttert von dem, was er sieht, was er miterleben muss. Er sieht seine Kameraden sterben, hat ganz erschütternde Erlebnisse im Lazarett. Und als er zwischenzeitlich einmal auf Heimaturlaub gehen darf, kommt er mit der Wirklichkeit, die er dort vorfindet, gar nicht zurecht. Weil er sich plötzlich wieder mehr zu Hause fühlt, da, wo seine Kameraden sind und da, wo er die letzte Zeit verbracht hat. Das ist so ganz nahegehend geschildert worden, wie er sich denn da fühlt und dann wieder da und wie wichtig ihm auch die Kameradschaft ist und wie diese jungen Männer aufeinander bauen und aneinander hängen und sich trotzdem gegenseitig leider sterben sehen müssen. Das ist alles so zu Herzen gehend und so schrecklich und brutal. Das ist ein trotzdem ganz pazifistisches Buch, weil es sich natürlich völlig gegen den Krieg wendet und das an seiner Aktualität immer noch nichts verloren hat. Also ein Buch, das finde ich, jeder lesen sollte. Das ist auch sprachlich sehr gut gemacht und ja, es hat mich wirklich sehr mitgenommen. Ich habe es auch sehr schnell durchgelesen und hat mich richtig ja, nachhaltig auch nachdenklich gemacht. Ich lese einmal die letzte Seite vor, weil es da um den Titel des Buches geht. Übrigens ist die Hälfte dieses Buches, und zwar bis da, wo diese Markierung ist, ist das eigentliche Buch und das ist das Nachwort von Thomas F. Schneider. Der hat sich mit dem ganzen Buch auseinandergesetzt und hat zum Beispiel gesagt, dass die Figur des Paul Bäumers nicht identisch ist mit Erich Maria Remarque. Denn Remarque war ja selbst auch in den Krieg gezogen und hat ähnliche Erlebnisse gehabt, aber er meint, es wäre nicht so, dass das die identischen Erlebnisse wären, dass da auch viel Fiktion eben bei ist. Andere sagen was ganz anderes, aber das wird man nie mehr so richtig rauskriegen. Ich lese jetzt noch einmal den letzten oder fast vorletzten Satz vor aus dem Buch. Er fiel im Oktober 1918 an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden. Wenn man das vorher alles gelesen hat, was da alles passiert ist, dann liest man so einen nüchternen Satz, dann ist man ja, doppelt geflasht. Das ist also ein Buch, das wirklich sehr zu Herzen geht, das ich aber sehr empfehlen kann und das ich wirklich jedem raten würde zu lesen. Ich vergebe jetzt schon mal die Lesezeichen, damit ich es nachher nicht wieder vergesse. Und zwar sind das, könnt ihr euch denken, glatte 10. 10 Lesezeichen für Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Als nächstes, damit die Mischung auch bunt bleibt, was ganz anderes. Und zwar das, was ich als wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam bezeichnet habe. Es ist ein Buch, das noch gar nicht lange auf dem Markt ist. Und zwar Genial Vital von der Hautärztin und Ernährungswissenschaftlerin Dr. Yael Adler. In diesem Buch wird einem der ganze Körper nahegebracht, von der Zelle bis zu den Knochen, über die verschiedenen Organe, über die verschiedenen Sinnesorgane, über die Wichtigkeit für den Körper in Bezug auf Ernährung und Bewegung und Prävention, alles wird einem in verschiedenen Kapiteln, die sehr übersichtlich aufgebaut sind, nahegebracht. Und auch der Körper wird sehr klar verständlich erläutert, dass man auch weiß, wie das ganze Gefüge zusammenhängt.
Hier vorne im Inhaltsverzeichnis kann man das noch ein bisschen besser sehen, worum es insgesamt geht. Sind aufgeteilt in die verschiedenen Kategorien. Es geht auch darum, dass so ein paar praktische Tipps einem mitgegeben werden, so eine Art Hacks eigentlich kann man sagen, oder Tipps, die man für sich selbst beherzigen kann, um seinen Körper jung und vital zu halten, langfristig, denn ab 30 leider altert ja der ganze Mechanismus und Organismus. Und hier sind viele gute Tipps drin. Auch ernährungsmedizinisch sehr interessant, da sind viele Sachen drin, die man selbst im Alltag beherzigen kann. Auch viele Sachen, die man vielleicht vorher noch gar nicht wusste, welche Stoffe gegeneinander oder miteinander spielen und was alles wichtig ist, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten. Also ein Buch, das hochinteressant ist, ich habe es zuerst als Hörbuch gehört. Ich habe es echt in zwei Nächten durchgehört, weil ich es so interessant fand. Und um das Ganze noch ein bisschen wieder nachzulesen, man kann ja auch nicht alles so behalten, wenn man es nur einmal so vorgelesen kriegt, habe ich mir das Buch gleich danach noch besorgt, um auch mal nachschlagen zu können. Das werde ich sicher häufiger mal zur Hand nehmen, weil ich das wirklich hochinteressant finde. Also sehr verständlich erzählt, sehr unterhaltsam, aber auch humorvoll, aber eben auch wissenschaftlich fundiert und auch mit vielen ganz aktuellen Analysen und Ähnlichem. Das ist wirklich also auf dem neuesten Stand. Ganz tolles Buch, das ich richtig empfehlen kann. Dieses Buch bekommt, wen wundert es, auch 10 Punkte. Habe ich mir hier schon parat gelegt. 10 Lesezeichen für Genial Vital von Dr. Adler. 10 Lesezeichen. Jetzt wird es noch einmal so weitergehen, dass ich kein Buch hochhalten kann. Das werde ich nachher aber da verlinken. Und das Bild zeigen, denn ich habe es als Hörbuch gehört. Es ist auch ein Klassiker, und zwar von Arthur Schnitzler, Fräulein Else. Dieses Buch habe ich zufällig entdeckt, als ich mal so ein bisschen durchgescrollt habe durch die verzeichneten Bücher bei BookBeat und dachte, das hört sich eigentlich ganz interessant an. Und interessant ist es auch, das Buch. Es ist ein Monolog im Grunde genommen nur, eine Monolognovelle, wo eine einzelne Frau, zwar die 19-jährige Else, etwas erzählt. Und da ich das Ganze eben als Hörbuch gehört habe, war das auch sehr gut, dass es eben eine weibliche Stimme gelesen hat, weil es die Gedanken einer einzigen Frau ja nur waren, ohne Dialog oder irgendwas. Das waren einfach nur die Gedanken einer Frau. Und damit beschäftigt sich das ganze Buch. Ist auch nicht besonders dick. Es ist als Buch, ich glaube, 100 Seiten ungefähr dick. Also wirklich ein schmales Bändchen, aber mit viel Inhalt. Es ist gelesen von Bettina Reifschneider und die hat das auch sehr gut intoniert. Es geht darum. Else ist ein junges, 19-jähriges Mädchen, wie gesagt. Sie hat eine Patentante, die heißt Emma. Und die hat ihr einen Urlaub in Italien finanziert. Auch dort mit ihr ansässig, die haben einen schönen Urlaub, als das Telegramm der Mutter eintrifft. In diesem Telegramm bittet die Mutter ihre Tochter, Geld einzutreiben. Und zwar hat der Vater Geld verloren, indem er ein paar Sachen gemacht hat, die nicht so ganz rechtmäßig waren. Auf jeden Fall braucht die Familie Geld. Und die Tochter soll jetzt dafür sorgen, denn Daste, das ist so ein Kunsthändler, ein reicher Kunsthändler, befindet sich auch gerade an diesem Urlaubsort. Und der hat der Familie schon mal finanziell unter die Arme gegriffen, als sie ein ähnliches Desaster hatte. Die Aufgabe der Tochter ist es nun, diesen Daste davon zu überzeugen, dass die Familie erneut Geld benötigt und sie soll ihm das Ganze schmackhaft machen und dafür sorgen, dass es eben klappt. Das ist natürlich für ein 19-jähriges Mädchen eine Zumutung, jemanden um Geld anzubetteln, weil der Vater das verbockt hat, aber sie muss es nur irgendwie machen, weil sie sich dem Vater gegenüber auch loyal fühlt. Geht also hin zu diesem Kunsthändler und fragt ihn. Er sagt, ja, okay, das mache ich. Aber nur, wenn du eine Bedingung erfüllst. Und zwar musst du dich 15 Minuten für mich ausziehen und nackt vor mir stehen. Das ist auch ein merkwürdiges Ansinnen an eine 19-Jährige. Die überlegt sich das Ganze, liegt nachts in ihrem Bett und denkt nach, wie sie das die ganze Sache regeln kann und kommt dann auf eine Idee. Ich spoilere jetzt ein bisschen, also wer jetzt nicht weiterhören möchte, sollte ausschalten oder weiter vorspulen. Ich erzähle einfach das ganze Buch zu Ende, weil es ja auch so ein Klassiker ist, der ja auch ziemlich bekannt ist. Sie macht das Ganze also, und zwar auf ihre Art. Sie zieht sich nackt aus, wirft einen Umhang um, so eine Art Mantel, und geht runter ins Hotelfoyer, wo natürlich sehr viele Menschen sind, und sie weiß, dass der Darcy auch da ist. Sie geht runter, schmeißt diesen Mantel ab und steht nackt vor der ganzen Gesellschaft. Was danach passiert, weiß sie nicht mehr, denn sie fällt in Ohnmacht, scheinbar, man weiß nicht so genau, ob sie wirklich in Ohnmacht fällt, und findet sich auf ihrem Zimmer wieder, liegt dort im Bett, um sie herum sind mehrere Menschen, die unterhalten sich und sie kann diese Unterhaltung verfolgen, kann sich selbst aber nicht einbringen, weil sie nicht sprechen kann. Dann wird das Ganze so ein bisschen verschleiert, wie nun genau eigentlich das Ende ist. Auf jeden Fall greift sie dann zu dem Veronalfläschchen, das dort steht, also dem Barbituraten, Schlafmittel, greift danach und
schluckt es auch. Und danach ist so ein offenes Ende, ob sie nun wirklich gestorben ist oder ob sie noch lebt. Und sie hat öfter mal diesen Mittel gegriffen, ob sie da schon relativ abgehärtet war. Oder ob sie noch lebt, das bleibt alles so ein bisschen offen. Und offen bleibt auch, ob das Geld letztendlich eingetrieben worden ist. Eine Novelle, die ich sehr gut fand, weil sie mal so ganz anders war. Erstens mal fand ich toll, dass es dieser Dialog war, der die ganze Zeit nur zu hören war, beziehungsweise zu lesen eben dementsprechend. Und der die Gedanken und Gefühle einer 19-Jährigen, die doch sehr verwunderlich sind, denn sie sind schon sehr, sehr oberflächlich zwar, aber auch in gewisser Hinsicht schon sehr abgeklärt, denn sie hat auch sehr viele sexuelle Gedanken, die Richtung Exhibitionismus schon gehen, also das reizt die auch, sich vor anderen zu präsentieren, hat man das Gefühl. Und da sind viele Sachen, wo man denkt, das passt eigentlich zu einer 19-Jährigen noch nicht so richtig. Andererseits sind es auch sehr oberflächliche Gedanken. Also es ist so ein kleiner Zwiespalt, in dem man da gelassen wird. Aber es ist einfach sehr interessant, diesen Gedanken zu folgen. Das Ganze ist auch natürlich durch die Art und Weise sehr provokant und hat mir aber irgendwie sehr gut gefallen. Ich fand auch diese Stimme sehr gut. Das ist gelesen von Bettina Reifschneider, wie gesagt. Die hat das ganz toll intoniert und der ganzen Sache eine sehr gute Stimme verliehen. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Man kann es natürlich auch lesen oder auch im Theater sich angucken. Aber ich fand es als Hörbuch auch sehr interessant. Ich hatte von Arthur Schnitzler vorher schon mal Der Reigen gesehen im Theater. Das ist schon sehr lange her. Da geht es ja so um verschiedene Geflechte und Beziehungen, die sich innerhalb einer bestimmten Konstellation ergeben. Er ist ja wahrscheinlich öfter mal so sehr freizügig mit seinen Gedanken. Aber warum nicht? Das ist also, mir hat es sehr gefallen, das Ganze. Ich fand es sehr interessant und auch psychologisch sehr interessant. Also er war ja auch ein österreichischer Arzt, Arthur Schnitzler, und hat einem psychologisch auch sehr viel beigebracht. Also es war so, dass die Gedanken eben wirklich so waren, dass er sich auch irgendwie auch richtig eingefunden hat in die Figur. Also mir hat es gut gefallen. Ein gutes Buch, das ich echt empfehlen kann. Ich muss auch mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes dazu sagen wollte. Nö. Das war's eigentlich. Ja, was ich doch noch sagen wollte, die Familienkonstellation ist auch sehr interessant dargestellt. Also die Kleine hat sich natürlich sehr unter Druck gefühlt durch dieses Ansinnen und auch ihrem Vater gegenüber und wollte dem natürlich, obwohl sie ihn einmal selbst bezeichnet, als, ich weiß gar nicht genau, wie sie ihn bezeichnet hat, als Schuft hat sie ihn bezeichnet, genau, als Schuft. Und trotzdem steht sie ihm loyal so gegenüber und will ihn auch nicht enttäuschen und will auch nicht, dass er irgendwie im Gefängnis landet oder so. Und deswegen finde ich es auch psychologisch total interessant geschrieben. Also eine ganz tolle Sache, also wirklich empfehlenswert. Lest es mal einfach. Ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen. Und natürlich, ich wiederhole mich ungern, aber ich mache es doch gerne, auch für dieses Buch, für die kleine Novelle, 10 gute Lesezeichen. Ich fand übrigens jedes Mal anraubend. Ich habe das auch wenigstens gemerkt. 10 gute Lesezeichen, auch für Arthur Schnitzler. So, das war meine kleine bunte Auswahl. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob es euch gefallen hat. Übrigens werde ich nächstes Mal hoffentlich besser zu verstehen sein. Ich habe das Gefühl, irgendwie sind meine Videos von der Tonqualität her nicht so gut. Ich habe mir ein neues Mikrofon besorgt. Ich hoffe, damit habe ich mehr Erfolg. Ich muss mich aber erstmal ein bisschen damit beschäftigen und die entsprechenden Apps installieren. Aber beim nächsten Mal werdet ihr vielleicht einen kleinen Unterschied feststellen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss.